sitzen hier und schauen raus aus unserem Fenster und warten drauf, dass irgendwas passiert. Ich bin Frank Ziegler. Ich war die letzten Jahre Sänger der Band Panik, ehemals Nevada Tan. Und jetzt bin ich gerade dabei, mein erstes Soloalbum zu veröffentlichen. Ich habe Songs mit diversen Leuten geschrieben, am meisten mit dem Martin Kilger. Und mit dem gehe ich jetzt auch auf Tour, auf Lasst uns los, Tour 2012. Lass uns los. Lass uns losgehen. Musik war irgendwie schon immer da. Also ich habe meine erste Gitarre, glaube ich, geschenkt bekommen, da war ich 5. Und so kam ich dann mit 18, frischen 18 Lenzen nach Hamburg, habe die Jungs von Panik kennengelernt und dann ging das ziemlich schnell. Wenn ich jetzt was rauspicken müsste, was sich in meinen Songs widerspiegelt, dann ist es einfach so das Arbeiten mit dem Sampler. Was man aber eher weniger findet, sind harte Gitarren, eben eher ruhigere Songs mit elektronischen Einflüssen. Lass uns los, 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 lass uns los, 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 lass uns los, 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 lass uns. Also meine Texte würde ich beschreiben, die gehen um Alltagsprobleme, also das Alltägliche. Ich habe einfach Themen, die mich beschäftigen, aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart. Ich bin manchmal alles, manchmal nicht. Ich bin so, es bleibt so. Ich bin. Ich schreibe meine Texte selbst, teilweise auch viel zusammen mit Martin, aber bei Ich bin war es eben so, da habe ich versucht, ein bisschen in Worte zu fassen, was für ein Typ ich eigentlich bin. Ja, ich denke, es ist ganz gut gelungen. Ich bin. Manchmal alles, manchmal nicht. Ich bin so, es bleibt so. Ich bin manchmal Schatten, manchmal Licht. Mochtest du das Konzert? Ich habe schon in der Schulzeit, war ich in Theater-AGs und habe viele Sketche gemacht, schon irgendwie in der 5. Klasse. Und es kam natürlich auch so ein bisschen mit den Videodrehs bei Panik, dass man eben auch ein bisschen doch Schauspieler musste, zwar ohne Text, aber doch mit der Mimik und Gestik. Und ich hatte natürlich mit dem Kinofilm, den ich drehen durfte, mit Marc Rotemund und Kostja und Anna natürlich eine Riesenchance, das mal zu testen und zu gucken, ob das was für mich ist. Aber trotzdem ist es wohl eher so, dass die Musik für mich immer im Vordergrund bleibt und ich auch die Schauspielerei eigentlich gerne mache, aber die Musik mich einfach mehr erfüllt. Es steht uns die Unendlichkeit bevor. Lass uns los. Also wir gehen jetzt auf Tour zu Ende 2012, auf die Lass uns los Tour und dann sehen wir, wie das alles anläuft, wie das ankommt. Es kommt erstens anders und zweitens, als man denkt. Ja, es wird auf jeden Fall, 2013 wird auf jeden Fall noch musikalisch werden. Lass uns los, 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 lass uns los, 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 lass uns los, 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 lass uns los. Lass uns los, 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 lass uns los, 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 lass uns los, 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 lass uns los, lass uns los.